Hallo meine Lieben, hier habe ich wieder eine wunderschöne Wohnung für euch. Das ist jetzt eine Luxus-Zwei-Zimmer-Wohnung. Eine Luxus-Zwei-Zimmer-Wohnung kostet 65.000 Euro und Nebenkosten kosten hier 250 türkische Lira im Monat. Wie viel sind das? 30 Euro irgendwas. Rechnet es halt mal aus. Der aktuelle Kurs variiert aktuell täglich. Deswegen 8,6 oder 7 ist es aktuell. Schaut bitte einfach mal nach. Also die Nebenkosten kosten 250 türkische Lira, so etwa um die 30, 35 Euro rum. Dann fangen wir mal an mit der Hammeranlage. Die Anlage ist wirklich der Hammer. Das wäre halt wirklich eine 5-Sterne-Hotelwohnung, wenn nicht schon mehr Sterne. Das ganze Areal, also die ganze Anlage hat auch ein Restaurant und natürlich Indoor-Pool, das wäre diese Anlage. Und die Leute teilen sich praktisch die ganzen Zusatzsachen wie Poolanlage, auch für Kinder. Hinten seht ihr es ja mit kleiner Rutsche sogar. Dann haben wir Tennisplatz, Tenniscourt. Und innen drin haben wir noch Billardraum, Tischtennisraum. Hammamraum, Steamraum, hier rechts ist Steamraum. Was ist Steamraum? Das ist eigentlich einfach nur ein Raum, wo dann heißer Dampf kommt. Was ist der Unterschied zu Sauna? Ja, das müsst ihr mir bitte im Kommentarbereich schreiben. Also ich brauche das nicht unbedingt. Ich finde aber irgendwie nicht schlecht, man hat es halt. Andererseits finde ich alles nicht wichtig. Ja? Dann spart man sich halt die Nebenkosten, aber andererseits. Stell dir mal vor, es ist Sonntag und du denkst dir, ach, heute mache ich mal was. Ich habe doch die ganzen Sachen in der Anlage. Heute mache ich mal Hammam oder heute mache ich mit der Freundin Hammam oder heute gehe ich Fitness machen. Hier ist das Restaurant, das kostet natürlich extra Geld. Und hier haben wir den Indoor-Pool, der kostet nichts. Ist ja dabei bei den Nebenkosten von 250 türkischen Lira. Fitnessraum kostet natürlich auch nichts. Massageräume kosten nur, wenn ihr sie halt benutzt und euch von jemandem massieren lässt. Und hier nochmal Billardraum, hier nochmal eine andere Aussicht. Und jetzt kommen wir gleich auch zur Wohnung. Das ist erstmal die Anlage. Wir hatten die schon mal drin, aber nicht diese Wohnung, sondern wir hatten eine Dreizimmerwohnung drin. Die war auch etwas teurer. Ich glaube, 85.000 war die, glaube ich. Diese ist aber voll ausgestattet, ihr werdet es gleich sehen, sehr luxuriös. Ein Kicker ist auch da, das ist mal sehr, sehr gut. Das hatten wir schon, das Restaurant. So, hier sind wir jetzt in der Wohnung und da wiederholen sich die Bilder. Hier ist das Wohnzimmer mit der Küche und wir haben hier unsere schönen Möbel schon dabei. Und ja, schön großes Wohnzimmer. Sagen wir es mal so, so richtig. Sehr groß ist sie nicht. Ne? Sehr groß ist sie nicht. Aber ich muss echt sagen, ne, Leute, ich meine, ich habe ja in Deutschland, in Nürnberg gelebt und ich habe da nicht unbedingt Billigwohnungen gehabt. Ja? Normale Wohnungen habe ich gehabt. Und trotzdem muss ich sagen, sind die türkischen Wohnungen, also um Vielfaches besser, was ich hatte. Vielleicht liegt es an der alten Bausubstanz, was in Nürnberg noch herrscht. Es sind schöne alte Häuser, aber stell dir mal vor, du hast einen fünften Stock und hast keinen Aufzug, ja, in Germany, in Nürnberg, in diesen alten Häusern gab es selten mal Aufzug. Dann macht es natürlich keinen Spaß. Hier hast du ja alles. Ne? Ja, also schick ist sie schon, schick ist sie schon. Und jetzt schauen wir uns nochmal das Schlafzimmer nochmal an. Moment. Fehlt da noch ein Fernseher und das Bett ist aufklappbar zur Information als das Sofa ist aufklappbar als Bett. Und hier haben wir das Bad. Ja, es ist schick, aber so richtig super Luxus ist es nicht, meiner Meinung nach. Okay, Leute, also ihr habt es gesehen, aber wenn jemand so etwas sucht mit einer Mega-Anlage, wo alles Mögliche gibt, von Indoor-Pool bis Tennis bis Wasserrutschen, was auch immer, dann ist er hier richtig.
Und die Nebenkosten sind ja noch okay. Dafür gibt es ja auch viele Wohnungen und je mehr Wohnungen, desto mehr Leute teilen sich das auf. Deswegen wird es dann bezahlbarer. Okay, so viel von mir. Also wer Interesse hat für diese Luxusanlagenwohnung, der meldet sich. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Video. Ach ja, wo ist die Wohnung? Die Wohnung ist bei Cicili. Das ist näher als Kestel. Das ist etwa mit dem Auto 5 Minuten zum Alanya Zentrum. Zum Strand sind es schon fast, kannst sagen, 20 Minuten. Zu Fuß. Mit dem Auto zum Strand sind es auch wieder 5 Minuten nur. Okay, so viel von mir. Bis zum nächsten Video.